Das ist es ekelhaft, Mann. Ja, warte, Alter. Oh Gott, ich komm rein. Ah, schön die Bierdose. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video. Heute gibt's was Neues, neues Format. Ich nenne es einfach eine Stunde Challenge, 60 Minuten Challenge, keine Ahnung. Wir zwei treten gegeneinander an. Möchtest du dich vorstellen? Ja, hallo, ich bin Johanna. Auf jeden Fall, die Aufgabe, die wir uns heute stellen, ist, wenn eine Stunde am meisten Pfandflaschen sammelt oder Pfand am Ende hat, wir treffen uns noch an der Aral Gasthofen und dann zählen wir, was der Automat so ausspuckt. Ich habe ja auch gesagt, ich soll einen Rucksack mitnehmen. Ich habe auch einen dabei. Ich habe nur ein kleines Handicap, ich muss noch was abgeben, was ich im Rucksack habe. Deswegen bist du ein bisschen im Vorteil, aber vielleicht schaffe ich es trotzdem. Willst du schon noch was sagen? Ja. Gut. So, ja, wir müssen noch eine Uhrzeit tracken. Schau, wir haben 17.59 Uhr. Also 18 Uhr, ne? Ja. Gut, dann treffen wir uns 19 Uhr an der Aral und dann schauen wir, wer mehr hat. Okay. Okay, und los. Der Stenner soll auch mal rein. Bis später. Bis später. Fuck, jetzt habe ich die Dose liegen lassen. Nein. Mann, ich habe extra die Eise getrunken. Komm schon, hier ist kein Mensch. Hier ist niemand. Schaut auf grün. Bitte. Dim, 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 dim. Boah, kennt ihr das auch? Es hat geregnet und dann sind hier überall Bahnschienen. Digga. Bisschen Schiss fährt immer mit. Dim, 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 dim. Alter. Hoppala. Jetzt aber. Das ist die neue Fußbodenheizung. Ist echt klimaneutral. Und sehr sparsam. Alter, stehen die lange an. Zum Glück fahre ich auf einem Bike. Ja, ja. Ja, ja. Ich fahre nicht über die durchgezogene Linie. Hier ist nämlich gestrichelt. Nee, ich muss geradeaus. Bruder, ich habe jetzt echt gedacht, sie nimmt mich mit. Scheiße. Bro, ich bin da. Komm raus. Hi, ich bin da wegen dem Lüfter. Hi, im ersten Stock. Perfekt. Ja, warum bin ich hier scheiß DHL oder was? Ja, das ist zweiter Stock. Hallo? Ich habe den nur gerade hier von oben gehört. Hier? Hallo? Wo? Halbe Stunde noch. Servus. Ah, der filmt mich gerade. Das ist seine Verwandten, weil ich so cool aussehe. Manche Leute sind einfach nur cringe, Mann. 6.26 Uhr. Ich habe noch eine gute halbe Stunde, um aufzuholen. Ich bin gerade leicht überfordert. Wo fahre ich hin? 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 Okay, doch. Ich versuche es erstmal bei den Tankstellen. Auf jeden Fall fängt die Challenge jetzt für mich an. Aber ich hoffe auf die Tankstellen. Ich hoffe auf die Leute, die sonst so sind wie ich. Dass sie an der Tanke ihr Getränk bezahlen, trinken und einfach stehen lassen und nichts wieder abgeben. Da gibt es auch keine Getränke. Oh, hier ist die erste Tankstelle. Da wird es unangenehm, einfach mal Müll rumzusuchen. Bei den ganzen Menschen hier. Oh, Bruder. Das habe ich nicht kommen sehen. Gibt es hier Mülleimer? Ja, hier gibt es Mülleimer. Okay, ganz schnell. Servus, servus. Hallo, Restmüll. Alter, ich will da nicht rumsuchen, Mann. Mülldosen? Alter, ich will da... Nein, es ist mir einfach zu viel los. Ich fahr zu der anderen. Das ist mir zu unangenehm. Fuck. Hier sind so viele Menschen. Oh Mann, warum muss man eigentlich immer den unangenehmen Scheiß machen? Ich glaube, es fühlt sich auch einfach nur so cringe an. Weil für die Leute, die das halt machen müssen, ne, für die ist es dann wieder wurscht. Das ist mir unangenehm, Digga. Jackpot.
Schau mich nicht an, Digga. Alter, es ist unangenehm. Spezie, was gibt's noch? Ah, noch eine Kuckdose. Ah, Alter, stinkt, das ist es ekelhaft, Mann. Das findet sie bestimmt ein bisschen unattraktiv. Schaut mich nicht an. Oh, scheiße, mein armer Rucksack, Mann. Schon mal 3 Stück. Alter, stinkt einfach. Ich habe auch mal geraucht, ne? Es stinkt einfach nur so ekelhaft nach Kippen, Mann. Es ist so widerlich. Da hinten ist noch einer. Alter, mein Handschuh. Richtig widerlich. Komm schon, jetzt ist hier das Leergutlager. Ja, warte, Alter. Oh Gott, ich komm rein. Warte, das ist noch eine Colaflasche. Oh, Digga, ich habe richtig einen Lauf. Glücksgefühle kommen in mir hoch. Scheiße, Mann. Ist das unangenehm. Hier im Eck ist nicht so schlimm. Ich glaube, das ist einfach nur der Cringe, weil die Leute dabei zugucken. Aber eigentlich juckt es auch keinen, was ich hier mache. Servus. La 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 la. Nee, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Ich habe so bestimmt auch noch einen Mülleimer. Ich habe auch keine Ahnung, ob man das darf, Mann. Textile Indoorwäsche. Stabil ist aber nicht so eine große Waschanlage, Mann. Ja, perfekt. Digga, hier werden die Red Bulldosen rausgeschmissen. Es gefällt mir. Da ist bestimmt eine Zigarette drin, Alter. Ist das ekelhaft. Alter, komm ich mir scheiße vor. Aber Randtankstelle ist auf jeden Fall was wert. Digga, Pfandflaschen sammeln für den guten Zweck. Hier ist nichts drin. Perfekt. Heute denkt sich nur, was ist mit diesem Assi los? La 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 la. 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 Na 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 na. Na 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 na. Glasflaschen bringen nicht so viel. Ist das ekelhaft? Digga. Die Frage ist echt. Eigentlich schade, ob wir das wirklich machen müssen. Fuck it. Schön die Bierdose. Alter, mein Rucksack. Dankt mir das niemals. Guck nicht so entsetzt. Mein Rucksack ist fast voll. Die 10 Minuten haben es voll gebracht, Digga. Richtig guter Plan. Ich kann eh kaum mehr mitnehmen. Jetzt hoffe ich nur, dass Johanna nicht mehr hat. Danach kann ich die... Was ist das? Ach, so ein Scheiß hier. Jetzt habe ich es auch noch ausgekippt. Digga, das stinkt so ekelhaft nach Zigaretten. Okay, nee, das war's. Voll lauter Gestank löst sich mein Handschuh auf. Oh, fuck it. Ich glaube, es war gar nicht so schlecht. Ist nichts mehr drin. Ah, perfekt. Okay, nochmal 25 Cent. Jawohl. Digga, ich krieg im Rucksack kaum noch was rein. Ich hätte einen größeren Rucksack mitnehmen sollen. Wie viel haben wir jetzt? 6.40 Uhr. Ah, ich sag mal so 10 Minuten habe ich noch. Boah, Ständer hochgeklappt und gleich in neutral geschaltet. Das habe ich auch noch nicht hinbekommen. Warte, da hinten ist auch noch ein Mülleimer. Ich komme jetzt so. Das ist so bescheuert, Mann. Das ist gut hier, weil hier die Leute tun hier die Autos putzen, gell? Ah, mit der Pringles-Soße kann ich hier ein bisschen wühlen. Digga, es ist ekelhaft, man, da ist so ein Schmodder drin. Okay, das war's, ich fahr hier weg. Schon wieder hochgeklappt und neutral. Oh, das war ein richtig guter Fang, ich bin richtig happy, Mann. So, warte, wenn ich jetzt nach links fahre, komme ich da raus, da ist noch eine Jet. Und dann fahre ich zu Aral. Oder Total. Den Amarok, den schnapp ich mir. Vollflaschen-Express. Haha, was ist das? Scheiß auf die scheiß Flaschenpost! Juhu! Wir bringen hier die Pfandflaschen sicher nach Hause! Und in den Geldbeutel!
Ich muss so sagen, die ersten drei Mülleimer, die waren unangenehm. Aber nachdem ich da ein bisschen was gefunden habe, hat mich das richtig gefreut. Alter, sind hier schon wieder viele Menschen. Oh, da kann man halt nicht reingreifen, ne? Ah, Chat, du bist ein... Die haben das extra so gemacht, da kannst du kaum reingucken, gell? Schau mich nicht so an. No chance, Alter. Kannst du nicht reingucken. Das haben die extra gemacht. wo fahre ich jetzt hin? Fuck. Hupe geht! Mann, die Zeit läuft mir davon. Aber ich bin auf jeden Fall gut dabei mit dem vollen Rucksack, weil ich hätte noch hier ein bisschen Platz in der Tasche. Egal, ich weiß nicht. Letzte Chance. Na, 10 Minuten habe ich noch. Da ist noch ein bisschen Zeit. Ist noch ein bisschen... Ach, nur eine Bananenschale, Mann. Sind wir hier bei Mario Kart oder was? Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht auf der Aufnahme. Das sehe ich auch erst immer nach der Fahrt natürlich. Aber es dämmert ja schon leid. Die Straße ist zwar ausgeleuchtet, aber die Qualität lässt einfach nach bei meiner GoPro 8. Hier ist die wunderschöne 8. Und ich bin noch überlegen, ob ich mir die 11 hole, weil die soll besser sein. Die ist noch nicht ganz raus. Da gibt es auch noch nicht die ganzen Specs dazu. Ah, ich glaube, so versteht man mich besser. Aber ich bin geneigt, mir die 11er zu holen, weil bei der 10er habe ich nicht wirklich das Gefühl, die bringt mir wirklich mehr. Warte. Mülleimer. Ach, komm, neutral. Kann man den Anlasser mal ein bisschen Pause gönnen. Armer Anlasser. Was ist das? Ach, Riesling, Mann, da gibt's keinen Pfand drauf. Scheiße hier. Das ist hier eine Tankstelle. Hier gibt's nur Diesel, oder? Nee, der tankt. Boah, Alter. Als hätte da jemand reingeschissen. Boah, ich bin richtig unter Druck, noch 6 Minuten, Mann. Boah, jetzt bin ich 5 Minuten zu früh da. Jo Leute, mein Akku ist leer gegangen. Zum Glück habe ich einen Ersatzakku dabei. Aber wie ihr seht, haben wir 6.57 Uhr. Ich schaue mal kurz auf die Ausbeute. Muss mal kurz riechen. Riecht nach Orange. Was soll da nach Orange riechen? Ah, ekelhaft. Total jetzt. War mal eine Aral. Aha, wen haben wir denn da? Ah, bist du auch endlich mal hier. Sonstiger Abfall. Fuck, ist doch nichts da, wie ich es wusste. Und wie viel hast du? Bisschen. Scheiße, ich sehe bei dir auch was, Mann. Und dein Rucksack ist bestimmt größer als meiner. Aber du musst bedenken, ich habe noch einen Pulli drinnen. Oh ja, dann sieht es gut aus für mich. Aber ich habe auch ein paar kleine Sachen. Ja, das sehen wir dann gleich. Wer hier die Nase vorne hat. Du fängst an. Warum denn ich? Ja, okay. Eine Idee? Ich muss sagen, das war am Anfang was unangenehm. Aber so, nachdem ich die ersten paar Dinger gefunden habe, fand ich das gar nicht mehr so schlimm. Ich glaube, du hast gewonnen. Ah, das ist ja nicht mal eine Deutschdose. Scheiße. Haben sie extra so gemacht? Ich schreie schon wegen der Kamera. Ich bin immer voll angedeckt. Ja, manchmal bin ich auch gerade so zum Boden gekommen. Zum Glück habe ich noch so einen langen Arm. Da wäre schon natürlich klar ein Nachteil. Aber ich bin ehrlich, ich habe meistens im Müll gar nicht nachgeschaut. Echt nicht? Nur bei einem habe ich, glaube ich, 4 Dosen oder so raus oder 4 Flaschen rausgeholt. Ah, der ist richtig ekelhaft, die Dose, Mann. 2,24 €. Ja, und die Dose zählt nicht, weil die nicht deutsch ist und deswegen gibt es keinen Pfand. Ich muss mal kurz meinen. Ich will gar nicht. Ui. Also einen Rucksack kann ich so, wie er ist, in die Waschmaschine schmeißen. Ja, das dachte ich mir auch. Ich so, wow. Ist das ekelhaft. Die Dose. Das ist ein Pfandzeichen. Ah, das ist ja meine. Weh, du gewinnst wegen einer Dose. Nein, ich habe nicht mehr. Ach, was ist? Ja. Ist nicht mehr drin? Nein. Ja, an deiner Stelle ich mal lieber keinen Pulli mitgenommen. Auf jeden Fall checkt Johanna aus, ihr Insta. YouTube macht sie wahrscheinlich auch nächstes Jahr. Vielleicht auch nicht. Nächstes Jahr. Und ja, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Kommentar da lassen, Abo da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht sammeln wir was anderes ein.